Moin aus Berlin, Sulzul und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4 hier auf meinem Kanal. Ja, und hier sind alle irgendwie sportlich unterwegs. Wo ist die Lena überhaupt? Ach, die ist wahrscheinlich gerade in der Schule. Genau, die ist in der Schule. Perfekt. Die muss dann nachher erstmal wieder sauber machen hier. Bei ihr verstehe ich nicht so ganz. Die müsste doch so langsam mal das Zeitliche segnen, oder sehe ich das falsch? Sehr bedenklich, warum sie das nicht tut. Was ist hier los? Ach, die macht die Kaffeemaschine. Wir machen mal ein Techtelmechtel hier. So, pass auf, jetzt wird's wieder lustig. Man muss ja was tun, ne? Liebesbrief. Lena schnappt sich ihr Mittagessen aus dem Rucksack und entdeckt etwas Rotes darin. Es ist ein herzförmiger Zettel, auf dem nur steht, du bist süß. Auf dem nur, du bist süß steht. Sie glaubt, dass er von dem neuen Jungen stammt, der immer so starrt. Fragt sie ihn oder wartet sie einfach ab? Oh, sie spricht ihn an, die ist so tough. Der Junge ist alleine, da er noch nicht viele Freunde hat. Aber als Lena den Zettel zeigt, missversteht der Junge sie und sagt, ich kenne dich doch gar nicht. Dann kommt auch noch das größte Tratschmaul der ganzen Klasse um die Ecke und sieht sie zusammen. Das ist jetzt eigentlich schon ziemlich peinlich genug. Wird aber bald noch schlimmer werden. Naja, Gott, und wir stehen dazu und ich glaube, Lena ist tough genug, um das hinzubekommen. Oh, hörst du mal auf zu fiedeln. Kann Lena den denn anrufen eventuell? Oh oh. Oh. Das ging jetzt aber doch plötzlich. Verschone sie mal noch ein bisschen, komm. Schon die ganze Zeit drauf. Oh, Alter. Komm schon, Baby. Was ist, wenn sie das macht? Scheiße. Oha. Na komm schon. Na komm schon. An dieser Stelle, Däumchen wären Träumchen. Abo noch viel schöner. Klickt auf die Glocke, dann erfahrt ihr, wenn es was Neues gibt. Und ihr dürft auch gerne meinem Twitch-Kanal. Ja. Boah. Alter Schwede. Kann doch nie angehen. Hansel? Boah, das ist jetzt harter Tobak, Leute. Das ist jetzt richtig harter Tobak hier. Jetzt setzt du dich da hin und guck Fernsehen, du Bauer. Du hättest die verschonen sollen, Mann. Junger Erwachsener, gnadenlos, du. Mm-hmm.
Ah, im Boishinichi. Marco. Wir machen das Ganze mal ein bisschen schneller. Tja, jetzt bin ich. Jetzt bin ich doch ein bisschen geplättet. Tja. Was soll man dazu sagen? Ihr seht mich schweigsam. Vorhin kennen wir jetzt wenig Leute. Das ist noch das größere Problem. Ach, der Rotfuchs ist schon da. Alles klar. Mit dem können wir uns natürlich... Den werden wir um einen Rat bitten. So, vielleicht kommt die Lena an den anderen. Hier die Alexa ja an den dran. Man muss mal gucken, ob das funktioniert. Vielleicht können wir mit dem was anfangen. Dann haben wir hier einen Teenager noch, alter Schwede. Und eine Erwachsene, okay? Und Lena ist traurig. Alter. Also wir müssten eigentlich mal sehen, dass wir tatsächlich jemanden kennenlernen jetzt wieder hier. Weil sonst ist unsere Hütte bald leer, würde ich sagen. Der ist zu. Naja. Wer ist sie denn? Noch ein Teenager. Teenager brauchen wir nicht. Alles Teenager hier. Na gut, wer treibt sich sonst nachts draußen rum? Aber wir werden mit ihm auch auf der Romantikschiene nichts anfangen können, weil er einfach zu jung ist, nehme ich mal an. Genau, ne? Aktion freundlich, lustig. Solange der nicht erwachsen ist, werden wir mit der nichts anfangen können. Was ist mit den beiden? Was ist das? Was ist das für ein Monster? Da ist echt ein Monster unterm Bett. Ist ja unglaublich. Strong.
Ich bin geschockt von dieser Folge. Bitte echt. Naja. So, aber wir müssen irgendwie mal einen Typen kennenlernen oder so. Müssen wir vielleicht noch ein Baby kriegen oder was auch immer. Dieser Baby-Mod funktioniert ja leider nicht mehr. Der ist ja rausgenommen worden nach dem Update. Ganz toll. Dankeschön. Ist aber auch keiner auf der Straße irgendwie. Ich habe übrigens festgestellt, dass wenn wir an unserem Haus die Wände hochziehen, dass uns auf dem Ding hier ein Dach fehlt. Wobei das hier jetzt gar nicht mehr auffallen würde, wenn wir die Wände so hochziehen. Da würde man es jetzt sehen. Aber hier ist ein Flachdach tatsächlich drauf. Das hätte ich jetzt tatsächlich so nicht erwartet. Jetzt können wir eben gucken, ob wir da eventuell ein Spitzdach oder so draufsetzen können. Gibt es da irgendwas? Nö. Könnte man jetzt sowas wahrscheinlich. Drauf. Pflanzen. Einfach so hier rein. Genau, perfekt. So. So haben wir es doch. Wie lange ist sie denn noch traurig? 2 Tage, ja. Ach ja. Die ganze Zeit schon gefragt, wann, wo, wie und, ne? Und damit mal ist es soweit, das ist unglaublich. Warum steht die Geige eigentlich nicht hier, wo sie hingehört? Ja, eine traurige Zeit. Aber, wie dem auch sei, wir sind am Ende der Folge angekommen. Wann wir Marie das nächste Mal wiedersehen, das sehen wir dann, denke ich mal, in der nächsten Folge. Und dann schauen wir mal, was sie hier für ein Unheil stiftet. Ja, und irgendwie müssen wir dann mal gucken, dass wir Leute kennenlernen, sonst ist unsere Hütte bald leer. Ich meine, Lena hat einen, diesen kleinen Rothaarigen, der wird öfter kommen, da werden wir uns mit anfreunden. Ja, da müssen wir mal sehen. Aber in diesem Sinne, liebe Freunde, ich freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage an der Stelle erstmal Bye-Bye. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.